Wir kämen zum Punkt 95. Ich will noch einmal die Geschäftsführer auch fragen. Hier haben wir ja zum Abschluss des Punkt 95 zwei Anträge. Wollen wir die auch heute Abend abstimmen oder können wir die direkt nach der Aktuellen Stunde abstimmen? Normalerweise stimmen wir sie direkt nach der Aktuellen Stunde ab, aber wir wollen ja immer so bleiben, wie wir sind, Kollege. Ja, drück drauf. Ja, Herr Präsident, es ist richtig, dass wir uns darauf verständigt hätten, dass wir das alles am Ende abstimmen, aber ich habe jetzt, wenn wir beide Anträge gleich dann sofort abstimmen, habe ich auch kein Problem. Ja. Ja, ich wollte ja nur mal nachfragen. Sie wissen, dass ich sehr zurückhaltend bin, weil wir am Anfang festgestellt haben, alle Abstimmungen heute Abend, wir können es meiner Ansicht nach auch, aber ich wollte es nur noch mal abstimmen. Kollege Bellino will mir noch zustimmen. Bitte sehr, drücke mal drauf. Das mache ich sehr gerne, Herr Präsident, Ihnen zuzustimmen, nicht nur wenn es um die Fußball-Bundesliga geht, sondern auch bei diesem Verfahren. Wir hatten vereinbart, dass wir das am Ende der Tagesordnung machen wollen, dann sollten wir es auch so tun. Aber soll es denn überhaupt? Also, ja, ist ja schon erledigt. Wenn alle einverstanden gewesen wären, hätten wir es gemacht und jetzt machen wir es am Ende der Tagesordnung. Ist doch auch kein Problem. Mit mir kriegt er keinen Krach. So. Macht, was ihr wollt, dann rufe ich auf den Punkt 95. Antrag der Aktuellen Stunde, Bündnis 90 Die Grünen. Jedes Blut ist rot und rettet Leben, wird aufgerufen mit dem Antrag 111. Dringlicher Entschließungsantrag Fraktion CDU und Fraktion Bündnis 90 Die Grünen und dem Antrag Tagesordnungspunkt 60, Antrag der FDP-Fraktion. Beginnt der Kollege Felix Martin, Bündnis 90 Die Grünen. Bitte sehr. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Wenn homo- und bisexuelle Männer in Deutschland Blut spenden wollen, dann müssen sie zuvor 12 Monate enthaltsam gelebt haben. Sie sind damit faktisch von der Blutspende ausgeschlossen. Das ist medizinisch nicht zu begründen, das ist diskriminierend und das ist fatal in Anbetracht dessen, dass wir dringend mehr Blutspenden bräuchten. Wer Blut spenden darf, das regelt in Deutschland die Hämotherapie-Richtlinie der Bundesärztekammer. Bis 2017 waren Männer, die Sex mit Männern haben, dort komplett von der Blutspende ausgeschlossen. Erst der Europäische Gerichtshof hat diese Regelung 2015 für unzulässig erklärt. Leider hat man dies nicht dazu genutzt, wie in vielen anderen Staaten auch, eine diskriminierungsfreie Blutspendepraxis zu ermöglichen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich glaube, ich kann für das gesamte Haus die überaus wichtige Bedeutung der Blutspenden betonen. Sie werden für zahlreiche Operationen in der Notfallmedizin und in der medizinischen Therapie dringend benötigt. Ebenfalls einig sind wir uns, glaube ich, darin, dass die Sicherheit der Empfängerinnen und Empfänger von Blutspenden oberste Priorität hat. Vor jeder Blutspende wird deshalb der Blutdruck und Temperatur überprüft, der HB-Wert des Blutes wird ermittelt und mit einem Anamnesebogen wird der Gesundheitszustand abgefragt. Blutspenden werden außerdem auf Infektionskrankheiten wie HIV, Syphilis und Hepatitis untersucht. Meine Damen und Herren, es ist medizinisch erwiesen, dass bei exakt gleichem Risikoverhalten das Risiko einer HIV-Infektion in der Gruppe MSM, also Männer, die Sex mit Männern haben, höher liegt als bei heterosexuellen Personen. Statt aber ganze Gruppen von der Blutspende auszuschließen, sollten sämtliche Potenziale zur Erhöhung des Sicherheitsniveaus auch ausgeschöpft werden. Das kann zum Beispiel gelingen durch ein Verbot des sogenannten Poolings von Blutspenden unter Anwendung des sichereren PCR-basierten Testverfahrens, bei dem nicht Antikörper, sondern Bestandteile des Virus nachgewiesen werden. Auch das Lagern und Nachtesten mit zeitlichen Abständen der Blutproben kann zu mehr Sicherheit führen. Und auch neue Entwicklungen in der HIV-Prävention, wie etwa die PrEP, ein präventives Medikament, das einen noch höheren Schutzfaktor als das Kondom hat, müssen hierbei Berücksichtigung finden. Aktuell ist aber auch ein schwuler Mann, der seit Jahren in einer monogamen Beziehung lebt und sich und seinen Partner immer schützt, von der Blutspende ausgeschlossen. Das, meine Damen und Herren, ist ein absolutes Unding. Die Richtlinie der Bundesärztekammer erwähnt außerdem explizit Transpersonen mit sexuellem Risikoverhalten. Obwohl sexuelles Risikoverhalten, also beispielsweise häufig wechselnde Sexualpartner, grundsätzlich zu einer Rückstellung führt. Diese Formulierung ist mindestens einmal missverständlich und kann zu einer Stigmatisierung von Transpersonen beitragen.
Weder sexuelle Orientierung noch die individuelle Geschlechtsidentität dürfen darüber entscheiden, wer Blut spenden darf, sondern ausschließlich das individuelle Risikoverhalten. Zum Antrag der FDP-Fraktion. Herzlichen Dank für diesen Antrag. Sie beschreiben die Sachlage ausdrücklich vollkommen richtig und ebenfalls die negativen diskriminierenden Regelungen. Sie ziehen aus meiner Sicht nicht ganz den richtigen Schluss. Sie fordern eine Bundesratsinitiative zur Aufhebung der Rückstellung. Die Regelung wurde aber ja gar nicht von der Bundesregierung erlassen. Es gibt auch kein Gesetz, in dem das geregelt ist, sondern ist entsprechend geregelt in der Richtlinie der Bundesärztekammer. Deshalb wollen wir auch die Bundesärztekammer direkt auffordern, ihre Hämotherapie-Richtlinie gemäß den aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnissen anzupassen und eine diskriminierungsfreie Blutspendepraxis zu ermöglichen. Und wir fordern, dass die Bundesregierung im Transfusionsgesetz eine regelmäßige verpflichtende Überprüfung der Richtlinie verankert. Meine Damen und Herren, nicht sexuelle Orientierung oder Geschlechtsidentität dürfen darüber entscheiden, wer Blut spenden darf, sondern ausschließlich das individuelle Risikoverhalten. Und ich hoffe, dass wir uns möglichst breit und möglichst alle hinter folgendem Satz versammeln können. Jedes Blut ist rot und jedes Blut rettet Leben. Herzlichen Dank. Herzlichen Dank. Nächste Rednerin ist die Frau Kollegin Wiebke Knell, FDP-Fraktion. Wiebke, bitte. Ja, sehr geehrter Herr Präsident, werte Kolleginnen und Kollegen! Ich freue mich, dass die GRÜNEN diese Aktuelle Stunde gefordert haben. Ich freue mich, dass Sie unseren Antrag anscheinend inspiriert haben, dieses Thema jetzt auch aufzugreifen. Und ich freue mich, dass auch anscheinend die CDU hier in Hessen bei diesem Thema etwas weiter ist als die CDU im Deutschen Bundestag. Einfach Leben retten, spende Blut. So lautet der Slogan der Kampagne der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung. Grund der Kampagne ist, dass uns eben zunehmend Blutkonserven und spenderwillige Bürgerinnen und Bürger fehlen. Und so einfach wie die Kampagne suggeriert, ist das Blutspenden eben für viele Menschen nicht. Männer, die Sex mit Männern haben, MSM, dürfen entweder kein Blut spenden oder müssen 12 Monate enthaltsam sein. Und der Grund dafür ist, dass Sex unter Männern grundsätzlich als Risiko eingestuft wird, als Risiko zur Übertragung von Krankheiten, insbesondere HIV. Und das ist ein fürchterliches Stigma, das weder zeitgemäß ist noch menschlich. Es stammt aus einer Zeit, in der HIV weit verbreitet war und auch wenig erforscht wurde. Und es stammt aus einer Zeit, in der Homosexuelle diskriminiert wurden, stigmatisiert wurden und strafrechtlich verfolgt wurden. Und das sind erst 30 bzw. 40 Jahre her. Aber gut, glücklicherweise ist diese Zeit vorbei. Und diese Rückstellung für einen Zeitraum von 12 Monaten bedeutet faktisch, dass MSM kein Blut spenden dürfen, auch wenn eben der Zwischenruf von der AfD kam, warum denn das? Aber ich halte es eher für unrealistisch, dass man 12 Monate enthaltsam leben muss. Die Altersgruppe der 18- bis 25-Jährigen spendet im Vergleich besonders häufig Blut. Die machen knapp ein Drittel der Blutspender aus. Und jetzt stellen Sie sich doch einmal vor, was es für ein Gewinn wäre, wenn in dieser Altersgruppe dann auch noch MSM Blut spenden dürften. Und gerade in dieser Altersgruppe und in dieser prägenden Lebensphase gehen Sie hoffentlich nicht davon aus, dass ein junger Mann 12 Monate auf intimen Kontakt verzichten soll. Was nämlich genau Sex in dem Zusammenhang bedeutet, wird überhaupt nicht definiert. Und zum Vergleich, wenn ein heterosexueller Bürger zur Blutspende geht, wird er unter anderem nach seinem sexuellen Risikoverhalten gefragt. Gemeint ist dann eben Sex ohne Kondom oder häufig wechselnde Partner. Und warum gilt das nicht auch für Homosexuelle? Im Umkehrschluss bedeutet das nämlich, dass homo- oder bisexuelle Männer, die einen festen Partner haben oder mit Kondom verhüten, trotzdem als Risiko eingestuft werden, anders als es bei Heteros ist. Und genau da liegt die Diskriminierung. Und diese Ungleichbehandlung wird nur damit gerechtfertigt, dass MSM grundsätzlich ein
höheres Risiko haben, sich mit HIV zu infizieren. Das sei einmal dahingestellt. Tatsache ist aber, dass jede Blutspende ja sehr sorgfältig untersucht wird. Und das Risiko, dass eine Bluttransfusion den Empfänger mit HIV infiziert, liegt mittlerweile bei 1 zu 10 Millionen. Und nun wird auch argumentiert, dass wenige Tage nach der Infektion mit HIV die Antikörper nicht nachweisbar seien. Deshalb müssten Menschen mit sexuellem Risikoverhalten für einen gewissen Zeitraum zurückgestellt werden. Gut verstanden. Aber zum einen eben nicht über einen Zeitraum von 12 Monaten. Zum anderen sollte das dann auch für Heterosexuelle gleichermaßen wie für Homosexuelle gelten. Die können sich nämlich genauso mit HIV infizieren, meine Damen und Herren. Es gibt also absolut keine valide Argumentation, die diese Diskriminierung rechtfertigt. Und am 14. Juni war Weltblutspendetag. Das war und ist ein wichtiger Tag. Und gerade aktuell erhalten wir ja regelmäßig die Rückmeldung, dass auch gerade zu Corona-Zeiten die Blutkonserven knapp werden. Dabei sind Blutspenden überlebenswichtig. Auf 100.000 Einwohner kommen jährlich etwa 5.500 Konservenbeutel. Das ist eine ganze Menge. Und neben dieser fürchterlichen Ungerechtigkeit und Diskriminierung können wir es uns folglich auch gar nicht leisten, auf einen nicht unerheblichen Bevölkerungsanteil zu verzichten bei den Blutspenden. Wir freuen uns, dass Sie, werte Kolleginnen und Kollegen der GRÜNEN, das genauso sehen und dass Sie unsere Forderungen teilen. Uns Freien Demokraten ist das Thema unglaublich wichtig. Deswegen haben wir auch den Antrag vorgelegt, in dem wir die Landesregierung auffordern, sich im Rahmen einer Bundesratsinitiative für die Beteiligung, für die Beseitigung dieser nicht länger hinnehmbaren Diskriminierung einzusetzen. Ich komme zum Schluss. Ihr Antrag kommt reichlich spät. Sie hätten natürlich auch unserem Antrag zustimmen können, Änderungsantrag einbringen, könnte man machen. Wir werden das bei Ihrem tun. Wir werden Ihrem Antrag zustimmen. Ich bin gespannt, ob Sie auch die Größe haben, das bei unserem zu tun. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Herzlichen Dank, Frau Kollegin Knell. Das Wort hat der Abg. Dr. Ralf Nabert-Bartelt, CDU-Fraktion. Nabert, bitte. Herr Präsident, meine Damen und Herren! 15.000 Menschen benötigen jeden Tag in Deutschland eine Bluttransfusion. Laut Blutspendedienst Hessen-Baden-Württemberg besteht ein dringender Bedarf an Blutspenden. Je nach Blutgruppe wird der Vorrat als kaum gedeckt bis beunruhigend gering beschrieben. Das ist alljährlich in den Sommermonaten so. In der Corona-Krise ist es aber verschärft. Es gab weniger Spender und nach Zulassung der elektiven Eingriffe wieder einen höheren Bedarf. Daher ist es berechtigt zu fragen, ob die Ausschlusskriterien für Blutspender unter wissenschaftlichen Gesichtspunkten heute noch gerechtfertigt sind. Insbesondere ist zu prüfen, ob der faktische Ausschluss von homosexuellen Männern noch begründbar ist. Uns ist bewusst, dass die Sicherheit der Blutspendeempfänger oberste Priorität hat. Trotzdem kommen wir zur Schlussfolgerung, dass diese eben genannte Frage zu verneinen ist. Ich möchte dies begründen. Zwischen der Erkenntnis der Krankheitsbilder HIV-Infektion und Hepatitis C Mitte der 80er Jahre und der Entwicklung zuverlässiger Testungen wurde diese Erkrankung durch Blut und Blutprodukte damals in großer Zahl übertragen. Daher war es damals richtig, Personengruppen, in denen diese Erkrankung häufiger auftraten, von der Blutspende auszuschließen. Seit viel mehr als 20 Jahren gibt es aber sehr zuverlässige Tests für HIV und Hepatitis C. Diese werden nach maximal 3 Monaten nach einer Infektion positiv. Daher besteht ein erhöhtes Risiko bei entsprechenden Gruppen von Spendern, allenfalls für maximal 3 Monate. Deshalb sind unter Berücksichtigung eines zeitlichen Puffers 4 Monate für zahlreiche andere Risikogruppen, die mit sexueller Orientierung nichts zu tun haben, vom Spenden im Gesetz genannt.
zum Beispiel. Das ist etwa Aufenthalt in endemischen Malariagebieten, in endemischen Gebieten von anderen tropischen Infektionserkrankungen und Personen, bei denen eine Endoskopie durchgeführt wurde. Weiterhin werden Akupunktur und Tätowierungen aufgeführt. Die Vorschrift und andere und andere. Die Vorschrift der Enthaltsamkeit von homosexuellen Männern von 12 Monaten ist für uns hier nicht mehr nachvollziehbar. Da gibt es keine Begründung. Es wäre zum Beispiel erwägenswert, die nicht mehr zu rechtfertigende Fragen nach sexueller Orientierung und noch dazu 12-monatige Enthaltsamkeit zum Beispiel zu ersetzen durch die Frage, leben Sie seit mindestens 4 Monaten in einer monogamen Beziehung oder sind Sie seit 4 Monaten sexuell enthaltsam? An der Stelle braucht man dann auch gar nicht nach der sexuellen Orientierung zu fragen, weil nämlich auch bei Heterosexuellen es ja so ist, dass Damen und Herren, die häufigen Partnerwechsel haben, auch von der Blutspende ausgeschlossen sind. Also man hätte beide Punkte hier mit einer solchen Frage erfasst. Wir halten es deshalb für geboten, dass die Fachleute, die Bundesärztekammer und der Bundesgesetzgebung im Zusammenhang mit dem Transfusionsgesetz dieses einmal sehr ernsthaft detailliert überprüfen. Es muss am Ende das individuelle Risiko des Spenders eingeschätzt werden. Sonst entsteht doch der Eindruck, dass Staat und Gesellschaft die Spendenbereitschaft in Abhängigkeit von der sexuellen Orientierung unterschiedlich wertschätzen und würdigen. Und das wäre eine nicht hinnehmbare Ungleichbehandlung. Wir wollen auch durch unseren Antrag und unsere Wortbeiträge durch diese Willensbekundung den Anstoß geben, dies künftig auszuschließen. Die Sicherheit für die Spendenempfänger von Blut und Blutprodukten wird hier in keiner Weise berührt. Vielen Dank. Vielen Dank, Ralf Norbert Bartelt. Das hat jetzt das Wort die Frau Kollegin Kula. Fraktion DIE LINKE, bitte. Ja, sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren! Das Coronavirus verschärft den Blutspendemangel. Darauf wies die Deutsche Gesellschaft für Transfusionsmedizin und Immunhämatologie bereits im März hin. Viele Blutspendedienste berichten, dass die Spendebereitschaft der Bevölkerung durch die Epidemie bereits spürbar gesunken ist. Das große Problem ist, dass Blutprodukte eine sehr kurze Haltbarkeit haben und sich somit ein Spendenrückgang sehr schnell bemerkbar macht. Gerade vor diesem Hintergrund ist es für mich nicht nachvollziehbar, dass im Rahmen der Novellierung des Transfusionsgesetzes im Bund die Diskriminierung schwuler und bisexueller Männer sowie Trans bisher nicht aus der Richtlinie der Bundesärztekammer gestrichen wurde. Tausende Menschen sind praktisch von Blutspenden ausgeschlossen, zumindest wenn sie regelmäßig Geschlechtsverkehr haben. In der entsprechenden Richtlinie aus dem Jahr 2017 heißt es, Männer, die Sex mit Männern haben, seien von der Blutspende für 12 Monate zurückzustellen. Das heißt, wer als schwuler oder bisexueller Mann im letzten Jahr Sex hatte, darf kein Blut spenden, unabhängig davon, ob mit häufig wechselnden Partnern oder etwa dem Ehemann. Ebenfalls explizit erwähnt sind transsexuelle Personen mit sexuellem Risikoverhalten, welche auch für eine Frist von 1 Jahr von der Blutspende ausgeschlossen sind. Aber entscheidend für das Risiko ist eben nicht die sexuelle Orientierung oder Identität, sondern das individuelle Risikoverhalten. Der Europäische Gerichtshof hat 2015 geurteilt, dass ein Ausschluss besonders stark von HIV-betroffener Gruppen nur so weit gerechtfertigt ist, wie sich Übertragungsrisiken nicht auf anderen Wegen reduzieren lassen. Daraufhin wurde dann diese Einjahresfrist in die Richtlinie der Bundesärztekammer aufgenommen. Davor waren schwule, bisexuelle Männer sowie Transmenschen generell von Blutspenden ausgeschlossen.
Aber auch nach der neuen Abstinenzregelung wird eben ein Großteil der Betroffenen weiterhin von der Möglichkeit der Spende ausgeschlossen. Und diverse Länder in Europa haben ja bereits andere Regelungen gefunden. Sie praktizieren beispielsweise die auch eben von Herrn Bartels genannte Rückstellungsfrist von 3 Monaten. Sogar in Ungarn, also Ungarn, können Menschen Blut spenden, alle Menschen, und das ohne jede Frist, genau wie in Italien. Der Zeitraum der Frist sollte sich an dem sogenannten diagnostischen Fenster orientieren. Das bedeutet, dass sich nach etwa 6 Wochen mithilfe eines Antikörpertests HIV-Viren einwandfrei nachweisen lassen. Die Einjahresfrist ist daher vollkommen willkürlich gewählt und muss aus der Richtlinie entfernt werden. Es braucht dringend neue diskriminierungsfreie Kriterien für Verfahren der Blutspende, und es wurden eben noch nicht alle anderen Möglichkeiten ausgeschöpft, um Übertragungsrisiken zu minimieren, wie der EuGH das auch gefordert hat. Dazu könnten beispielsweise neue Verfahren bei der Testung der Blutprodukte auf HIV gehören. Auch bei den Selbstauskünften, die alle Menschen ausfüllen müssen, wenn sie Blut spenden gehen, da gibt es auch erheblichen Verbesserungsbedarf. Da gab es auch schon ein paar Anläufe, da muss aber noch mehr Gehirnschmalz investiert werden. Wünschenswert wäre eine Lösung, die nicht die sexuelle Orientierung bzw. das Verhalten über einen langen Zeitraum in den Blick nimmt, sondern tatsächlich HIV-Risiken in jüngster Zeit. Denn auch für Heteros gilt, die Angabe, dass jemand in einer monogamen Beziehung lebt, ist nicht völlig verlässlich, weil Menschen manchmal nicht immer über die sexuellen Aktivitäten ihrer PartnerInnen Bescheid wissen. Aktuell ist die Selbstauskunft aufgrund der diskriminierenden Regelungen leider nicht besonders aussagekräftig. Viele Betroffene machen sogar Falschangaben, und das ist dann wirklich gefährlich, um spenden zu können. Dies stellt ein unnötiges HIV-Infektionsrisiko dar, welches durch eine diskriminierungsfreie Befragungsverfahren sogar gemildert werden könnte. Generell sind Blutprodukte in Deutschland aber sehr sicher. Heute werden sogenannte PCR-Tests eingesetzt, die das Virus früher nachweisen können als die sonst üblichen Tests auf Antikörper. Etwa eine HIV-infizierte Blutspende kommt pro Jahr in Umlauf. Das Risiko einer unerkannt HIV-infizierten Spende beträgt 1 zu 5,3 Millionen. Die Bundes- und Landesregierungen sollten gegen die fortwährende Diskriminierung schwuler und bisexueller Männer sowie von Transmenschen aktiv werden. Deswegen ist es erst einmal begrüßenswert, dass sowohl die FDP als auch Schwarz-Grün hier diese Initiative eingebracht haben, die wir auch gerne unterstützen. Eine Verkürzung der Rückstellungsfrist auf den Zeitraum des diagnostischen Fensters, also 6 Wochen, wäre sofort und ohne Anpassung der Testverfahren möglich und hätte auch so etwas konkreter meiner Meinung nach in dem Antrag stehen können. Aber die Richtung stimmt, deswegen stimmen wir gerne zu. Danke, Frau Kula. Für die SPD-Fraktion hat sich Frau Alex zu Wort gemeldet. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Jedes Blut ist rot, richtig, und jeder Sprachwissenschaftler freut sich über so eine Formulierung. Aber daran soll es nicht scheitern. Der gute Wille ist da. Ich bin begeistert von vielen Beiträgen, die ich heute gehört habe. Und Sie können sich sicher sein, wenn Sie sich gegen Diskriminierung gleich in welcher Art hier einsetzen im Parlament, haben Sie die Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten auf Ihrer Seite. Nachdem meine Vorredner und Vorrednerinnen schon sehr viel inhaltlich zu der Gesetzgebung gesagt haben, erlaube ich mir, das ganze Problem von einer etwas persönlicheren Seite anzusehen. Ich bin befreundet mit einem schwulen Paar, die seit 30 Jahren in monogamer Beziehung zusammenleben. Es sind Menschen, die in ihrer Gemeinde beliebt sind, die, Sie hören ja jetzt nicht zu, vielleicht eine recht spießige Ehe führen, die miteinander vielen Menschen auch helfen. Die holen Kinder vom Kindergarten ab, die bringen Einkäufe, die fahren jemanden ins Krankenhaus. Diese Menschen helfen gern. Sie
Sie haben natürlich noch nie Blut gespendet, denn Sie sind informiert. Sie wissen, dass Sie nicht Blut spenden dürfen, und Sie möchten natürlich die Demütigung der Zurückweisung auch nicht erfahren. Und die Demütigung zeigt sich zum Beispiel in manchen Fragebögen. Indem man mit Ja ankreuzen muss, waren Sie in den letzten 12 Monaten, hatten Sie Geschlechtsverkehr mit einem Mann oder mit einer Person, die sexuelle Dienstleistungen anbietet, um sich Drogen zu kaufen. In diese Kategorie werden die Jungs dann eingeordnet. Und das ist eine fürchterliche Diskriminierung und extrem ungerecht. Und wenn jetzt, in der Corona-Zeit von vielen darauf verwiesen wird, dass man ja gerade jetzt, weil viele Operationen nicht angestellt wurden, Blut brauche, dann muss ich sagen, dieses Argument ist zweitrangig. So nach dem Motto, jetzt wo wir euer Blut brauchen, dann nehmen wir es halt auch. Vorher hatten wir es nicht nötig. Nein, es ist ein grundsätzliches Recht zu helfen, wenn man helfen will, und Blut zu spenden, wenn man Blut spenden will. Es wurde viel gesagt hier heute darüber, und ich stimme mit allem überein, dass das leicht zu überprüfen ist. Ich habe 2 Söhne, die Blut spenden. Bei denen ist, wenn da eine kleinste Kleinigkeit ist, kriegen die einen Brief, dass sie leider mal aussetzen müssen, weil da noch was, eine B-Probe genommen werden muss und ob überhaupt alles in Ordnung ist. Also wird schon ganz genau geguckt, und ich finde es total unfair, dass Heteros gefragt werden, wie sind denn ihre Sexualkontakte, wie wechselhaft sie sind, und dass bei schwulen Menschen einfach vorausgesetzt wird, dass sie dauernd wechselnde Sexualkontakte haben. Das ist die große Ungerechtigkeit. Deswegen, wir können beiden Anträgen viel abgewinnen. Allerdings muss ich zum grünen Antrag sagen, und da würden wir uns dann doch lieber enthalten. Wir sind ja hier im Hessischen Landtag keine armen Würstchen, die die Bundesregierung um irgendetwas bitten sollten. Wenn wir die Bundesregierung um etwas bitten können, dann können wir die Bundesregierung auch über den Bundesrat auffordern, ein Gesetz so zu machen, wie es sein soll. Und deswegen werden wir uns bei aller Wertschätzung, Felix, wir haben ja darüber gesprochen, werden wir uns beim grünen Antrag enthalten und dem FDP-Antrag von Herzen zustimmen. Herzlichen Dank. Danke, Frau Alex. Für die AfD-Fraktion erteile ich Herrn Nichert das Wort. Herr Präsident, meine Damen, meine Herren, werte Kollegen! Jedes Blut ist rot und rettet Leben. Diskriminierung bei der Blutspende beenden. Schon dieser Titel der Aktuellen Stunde enthält 2 Falschbehauptungen. Nicht jedes Blut rettet Leben. Es kann auch hohe Risiken bergen. Und die Ungleichbehandlung von Risikopersonen ist auch keine Diskriminierung. Blut kann nun mal viele Krankheiten übertragen, und es muss Regelungen und Mechanismen zum Schutz der Empfänger geben. Also so weit sollte doch der Konsens hier im Haus hoffentlich tragen. Und alle Fraktionen haben ja auch völlig zu Recht die Sicherheit der Empfänger als oberste Priorität festgehalten. Aber wie verträgt sich das mit dieser Aktuellen Stunde? Wie verträgt sich das mit dem hypermoralischen Totschlagargument, dass jede Ungleichbehandlung von Risikopersonen Diskriminierung sei? Werfen wir einen Blick auf die Faktenlage. Das relevante Gesetz ist das Transfusionsgesetz, kurz TFG. Und sehr vernünftigerweise regelt das TFG selbst ja nicht explizit, wer spenden darf, sondern diese Aufgabe ist ausgelagert an die Bundesärztekammer gemeinsam mit dem Paul-Ehrlich-Institut. Und das ist auch genau richtig so, denn diese Entscheidung gehört in die Hände von Medizinern und Wissenschaftlern und nicht in die Hände von Politikern. Und wollen Sie jetzt wirklich behaupten, dass diese Regelung einzig dem Gedanken der Diskriminierung von Homo- und Transpersonen, dass das das Motiv der Mediziner sein soll? Wollen Sie das wirklich unterstellen?
Wollen Sie wieder einmal eine ganze Berufsgruppe oder unter einen Generalverdacht stellen? Was macht Sie denn glauben, nach dem, was wir alles Kluges hier gehört haben, dass Sie es besser wissen als diese Mediziner? Das kann und will ich nicht nachvollziehen. Die Ausschlüsse bzw. Zurückstellungen bestimmter Personengruppen basieren auf belastbaren, empirischen und epidemiologischen Grundlagen. Der Kern lautet, bestimmte Personengruppen werden zurückgestellt, aber nicht, weil sie sind, was sie sind, sondern was sie tun. Das ist der entscheidende Punkt. Es geht um Risikoverhalten. Auch das ist ja hier schon gesagt worden. Und es gilt natürlich auch für Heterosexuelle mit Risikoverhalten ganz genauso. Keine Sorge, ich werde die anatomischen Details hier nicht referieren, aber es ist nun einmal so, dass bei den MSM das Infektionsrisiko besonders hoch ist. Das ist ein medizinisches Faktum, das kann niemand im Ernst leugnen. Hinzu kommt auch immer wieder die in Umfragen ermittelte höhere Promiskuität bei MSM. Ich könnte Ihnen die Zahlenkolonnen runterbeten, aber mit Grünen haben Sie, die Grünen haben es ja mit Zahlen eh nicht so, und insofern spare ich mir das. Aber es geht hier um ganz konkrete Risiken. Deswegen müssen ein paar Zahlen sein. Über 2/3 der HIV-Neuinfektionen finden bei MSM statt, Männern, die mit Männern Sex haben. Und betrachtet man die HIV-Häufigkeit in Westeuropa, dann müssen Sie sich auch diese Zahlen gefallen lassen. In der Gesamtbevölkerung 0,44%, bei den MSM 6,1% und bei Transsexuellen 20,6%. Zwischen 1994 und 2014 gab es 6 HIV-Infektionen bei Bluttransfusionen. 5 davon, weil die Blutspender falsche Angaben gemacht haben und ihr Risikoverhalten eben nicht zutreffend dargestellt haben. Wie wollen Sie da davon ausgehen, dass individuelle Risikoermittlung funktioniert? Meine Damen und Herren, mir ist natürlich völlig klar, was Sie mir und der AfD-Fraktion jetzt wieder unterstellen werden. Aber es geht hier nicht darum, Lebensentwürfe und Sexualverhalten zu bewerten. Niemand will zurück in die Zeiten, in denen Homosexualität kriminalisiert und verfolgt wurde. Aber in Anbetracht dieser Faktenlage, die ich gerade nur angerissen habe, muss man sich doch die Frage stellen, ob hier wirklich die Interessen der Betroffenen im Mittelpunkt stehen. Oder soll hier nicht eher Trittbrett gefahren werden? Geht es nicht darum, sich als Antidiskriminierungspartei zu profilieren, gerade jetzt zu dieser Zeit, wo sehr viele weltweit teilweise sehr zu Recht gegen Diskriminierung auf die Straße gehen und sich wehren? Ich fürchte aber, dass das zu einem gefährlichen Bumerang werden könnte. Gerade durch Corona sind viele Menschen sehr viel sensibler für Ansteckungsrisiken geworden. Und potenziell jeder einzelne Bürger kann durch Krankheit oder Unfall auf eine Blutspende angewiesen sein. Die Sicherheit von Blutspenden betrifft daher jeden Einzelnen von uns. Und wie wollen Sie den Bürgern jetzt erklären, dass sie gegebenenfalls höhere Infektionsrisiken in Kauf nehmen müssen, weil die Mechanismen für die hohe Qualität von Blutspenden, weil die diskriminiert seien? Das kann doch hoffentlich nicht Ihr Ernst sein. Kommen Sie bitte zum Schluss, Herr Lichert. Jawohl, ich komme zum Schluss. Ich hoffe sehr, dass viele Homo- und Transsexuelle Ihnen auch den Kopf dafür waschen werden und sich gegen eine solche Art der Instrumentalisierung verwahren. Sicherheit der Blutspende muss höchste Priorität haben. Alles andere ist sekundär. Danke sehr. Danke sehr. Die Grünen haben noch 30 Sekunden übrig, und die würde Herr Martin gerne nutzen. Herr Präsident, die sind deshalb übrig, weil ich ja die Widerlichkeiten des Herrn Lichert kenne. Ich möchte Sie erinnern an unsere Debatte zu Konversionstherapien. Wir haben damals in Punkt 2 unseres Antrags festgestellt, dass Homosexualität keine Krankheit ist, mehr nicht. Vizepräsident Hahn hat in der Abstimmung festgestellt, dass das gesamte Haus zu diesem Abschnitt zustimmt. Das gesamte Haus nicht ganz. Ich zitiere den Zwischenruf des Kollegen Lichert aus dem Protokoll. Herr Präsident, fragen Sie bitte die Enthaltungen ab. Das hat er dann getan. Siehe da, 2 Enthaltungen aus Reihen der AfD. Herr Martin, Sie müssen zum Schluss kommen. Herr Lichert, war es offenbar wichtig, dass im Landtagsprotokoll steht, dass er Homosexualität doch für eine Krankheit hält. Sie haben in Ihren Reihen Leute sitzen, die nicht mal in der Lage sind, das nicht als Krankheit anzuerkennen. Das ist eine Schande für dieses Haus.
Danke, Herr Martin. Für die Landesregierung spricht nun Staatsminister Klose. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Ich will gerade im Anschluss auch an das, was die Rednerinnen und Redner der meisten Fraktionen bereits an Unterstützung für den Antrag oder die Anträge hier kundgetan haben, vielleicht noch einmal an einem ganz konkreten Beispiel klarmachen, warum es sich sehr wohl um eine Diskriminierung handelt. Letzte Woche hat sich ein junger, schwuler Mann an unsere Antidiskriminierungsstelle gewandt. Dieser junge Mann ist vor kurzem volljährig geworden. Angesichts der vielfältigen Aufrufe zur Blutspende, die wir in den letzten Wochen so hatten, hat er sich vorgenommen, das erste Mal Blut zu spenden, auch als Signal, dass er bereit ist, gesellschaftliche Verantwortung zu übernehmen. Ich finde, das ist eine klasse Einstellung. Und was ist ihm dann passiert? Er hat in dem mehrfach erwähnten Fragebogen vor der Blutspende angegeben, dass er schwul ist, und daraufhin wurde er freundlich, aber bestimmt abgewiesen. Erklärung: Schwulen Männern sei es generell verboten, Blut zu spenden. Der Kollege Lenders und ich durften diese Erfahrung hier im Haus ein Stockwerk tiefer ja auch schon einmal machen. Das war 2013. Und Frau Knell, daran sehen Sie übrigens, das Thema wird hier schon ein paar Tage länger beackert, als Ihr Antrag alt ist. Offensichtlich war dem Blutspendedienst in dem geschilderten Fall nicht bewusst, dass er mit diesem Ausschluss gegen die geltenden Richtlinien verstößt. Denn der junge Mann hatte auch angegeben, er habe bisher keinen Sex mit einem anderen Mann gehabt, also auch nicht in den vergangenen 12 Monaten. Und damit gab es überhaupt keinen Grund, ihn abzuweisen. Und was das bei dem jungen Mann ausgelöst hat, das hat er uns ziemlich eindrücklich beschrieben. Er hat diese Erfahrung als beschämend und er hat sie als diskriminierend erlebt. Er fühlt sich beschämt, weil er den Mut aufgebracht hat, zu seiner sexuellen Orientierung zu stehen, wozu man ihn eigentlich nur beglückwünschen kann. Jetzt stellt er aber sich und unserer Antidiskriminierungsstelle die Frage, ob er seine sexuelle Identität nicht besser hätte verschweigen sollen, gegen seine tiefste Überzeugung. Und daran sehen Sie, wie hart es ihn trifft, dass er aus Gründen abgelehnt wird, die jeder, aber auch jeder wissenschaftlichen Grundlage entbehren. Und mit dieser Kritik hat er recht. Mit dieser Kritik hat er recht. Meine Damen und Herren, wir dürfen das Vertrauen spendenwilliger Menschen nicht erschüttern. Und das gilt für den Normalbetrieb. In Deutschland werden etwa 14.000 Blutspenden an jedem einzelnen Tag gebraucht. Gleichzeitig sind aber nur etwa 2 bis 3% unserer Bevölkerung, die regelmäßig spenden. Und das gilt dann natürlich in ganz besonderer Weise in Krisenzeiten, wie wir aktuell erfahren. Wir sind dringend und immer auf jede Blutspende angewiesen. Und deshalb müssen die EmpfängerInnen genau wie die SpenderInnen darauf vertrauen können, dass der gesamte Prozess von der Auswahl der Blutspenden über die Testung bis hin zur Spende von Vollblut oder eben auch Blutprodukten streng wissenschaftlich gesteuert und qualitätsgesichert ist. Das ist die wichtigste Prämisse. Aber Herr Lichert, Sie haben hier lediglich Vorurteile reproduziert. Nehmen Sie dafür auch bitte Medizinerinnen und Mediziner nicht in Anspruch. Ich habe in den letzten Monaten so viel wie noch nie mit Virologinnen und Virologen zu tun gehabt, mit vielen Medizinerinnen und Medizinern, auch mit dem Blutspendienst. Es gibt niemanden, der Ihnen die 12 Monate Ausschlussfrist in irgendeiner Weise medizinisch begründen kann. In Deutschland haben wir in der Vergangenheit gezeigt, dass wir in der Lage sind, die Verfahren auf diesem hohen Sicherheitsniveau, das wir erreicht haben, zu halten und dass wir sie entsprechend der aktuellen wissenschaftlichen Standards und Erkenntnisse aktualisieren können.
Wir können diese Abläufe aber auch weiter optimieren. Der de facto Ausschluss durch die 12-Monats-Frist ist mehr als überholt. Und er ist das übrigens gerade auch deshalb, weil die Rückstellungsfristen für alle anderen Gruppen mit erhöhtem Infektionsrisiko nie länger als 4 Monate betragen. Herr Klose, ich weise auf die Redezeit hin. Vielen Dank. Das heißt, hier wird aufgrund der sexuellen Orientierung eine besonders lange Frist gewählt, denn es gibt keine andere Begründung dafür. Und ich freue mich, dass das inzwischen von der überwiegenden Zahl auch meiner Kolleginnen und Kollegen GesundheitsministerInnen der Länder genau so gesehen wird, übrigens quer durch alle politischen Farben. Und deshalb werden wir darauf drängen, dass die Hämotherapie-Richtlinie der Bundesärztekammer und, wenn es dann sein muss, auch das Transfusionsgesetz geändert wird für mehr sichere Blutspenden. Für mehr sichere Blutspenden, für Blutspenden ohne diskriminierenden Ausschlüsse und auch für den jungen Mann, von dem ich eingangs sprach. Vielen Dank. Danke, Herr Staatsminister. Wir haben noch eine Minute gut gewonnen durch Ihre überzogene Redezeit. Und die würde jetzt als erstes gerne Herr Lenders für die FDP nutzen. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Wir haben heute wieder einmal eindrücklich erlebt seitens der AfD-Fraktion, warum es immer noch wichtig ist, dass es einen Christopher Street Day gibt, warum wir gegen Homophobie hier in diesem Land immer wieder ankämpfen müssen. Was anderes haben Sie hier nicht gemacht. Sie haben es einfach nicht verstanden. Diese Aussagen, wie Sie sie heute hier getroffen haben, sind die Ursache dazu, warum wir immer wieder noch auf den Schulhöfen erleben müssen, dass sich Jugendliche Schimpfwörter wie schwule Sau anhören müssen oder dass Profifußballer weiterhin sich nicht zu ihrer Liebe bekennen können und dass die Idee, die Sie im Kopf haben, dass Männer grundsätzlich Männer, die Sex mit Männern haben, dass das so eine Ausschließlichkeit wäre, den Zahn lassen Sie sich mal schön ziehen. Ich kann Ihnen von vielen meinen Bekannten berichten, die in der Regel ja mit Frauen Sex haben. Aber am Wochenende ist das mit dem Mann auch mal ganz nett. Lassen Sie sich Ihre Vorurteile endlich mal ziehen. Herr Lenders, Sie müssen bitte zum Schluss kommen. Und das, was Sie hier machen, ist diskriminierend und Homophobie. Vielen Dank, Herr Lenders. Für die AfD-Fraktion hat sich Herr Lichert noch einmal gemeldet. Herr Präsident, also es kann ja offensichtlich gar nicht so schlimm sein, was die AfDler wirklich sagen, wenn sie ständig dermaßen uns das Wort im Mund herumbringen müssen. Ja, und auch so hier wieder. Ich habe im Grunde genommen die Zahlen, die ich referierte, kommen von der Bundesärztekammer. Ja, das sind dann gewissermaßen offizielle Vorurteile. Das ist doch Unsinn, was Sie da erzählen. So, und jetzt noch einmal zum Thema Konversionstherapien. Herr Martin, Ihre Frechheiten da. Es ging um das Thema Konversionstherapien. Und wie Sie vielleicht gemerkt haben, komme ich aus dem christlichen Umfeld. Und da ist natürlich schon die Frage ziemlich relevant. Wo ist eine Konversionstherapie, die Sie am liebsten mit Elektroschocks assoziieren wollen? Und wo beginnt das Gespräch? Ja, und diese Kriminalisierung von solchen Gesprächsangeboten, die konnte und wollte ich auch bis heute nicht mittragen. Und deswegen habe ich mich enthalten. Und mir jetzt irgendetwas anderes unterzuschieben, das ist einfach billig und tatsächlich widerlich. Danke, Herr Lichert. Ich stelle für alle im Haus fest, dass alle unsere Reden auch unterschiedlicher politischer Meinung kein Unsinn sind. Für Herr Lichert, ich bitte Sie dringend,
hier nicht Kritik am Präsidium zu üben. Ansonsten würde ich das tun, was ich bisher nicht getan habe, nämlich zu rügen. Für die Linken hat sich nochmals Frau Kula zu Wort gemeldet. Ja, vielen Dank, Herr Präsident. Also ich muss noch einmal sagen, ich finde es schon spannend. Der Herr Lichert hat es einfach nicht verstanden. Er hat es wirklich inhaltlich nicht verstanden. Es geht nicht. Es geht, ja, statistisch gesehen gibt es ein erhöhtes Infektionsrisiko bei Männern, die mit Männern Sex haben. Aber darum geht es doch gar nicht in dieser Frage. Es geht um ein individuelles Infektionsrisiko. Und das ist etwas komplett anderes. Ein individuelles Infektionsrisiko von einem Mann, der mit einem Mann verheiratet ist und nur mit diesem Mann Sex hat, ist deutlich geringer als das Infektionsrisiko von einer heterosexuellen Frau, die oft wechselnde Sexualpartner und ungeschützten Geschlechtsverkehr hat. Deswegen, Sie haben es nicht verstanden. Danke, Frau Kula. Für die Grünen spricht noch einmal Herr Martin. Herr Präsident, ich will noch einmal darauf hinweisen, zu welchem Punkt sich Herr Lichert enthalten hat. Da ging es nämlich in diesem Abschnitt nicht um Konversionstherapien. Da ging es auch nicht um einen christlichen Haushalt, sondern da ging es darum, festzustellen, dass Homosexualität keine Krankheit ist. Nicht mehr und nicht weniger. Und wenn Sie nicht in der Lage sind, diesen Grundsatz mit uns zusammen festzustellen, dann muss ich wirklich sagen, finde ich es erstaunlich, warum Sie sich zu diesem Tagesordnungspunkt überhaupt zu Wort melden. Mitglied im Gesundheitsausschuss sind Sie ja schon mal nicht, sondern anscheinend scheint Sie das Thema ja irgendwie anders zu beschäftigen. Herr Lichert, Ihnen war offen... Ich möchte an dieser Stelle noch einmal einen... Ich möchte an dieser Stelle noch einmal einen Satz zitieren, den ich damals schon gesagt habe in Ihre Richtung. Homosexualität ist keine Krankheit, aber Hass, Hass ist eine Krankheit. Danke, Herr Martin. Hier liegen keine weiteren Wortmeldungen vor. Damit ist diese Aktuelle Stunde abgehalten. Und wir haben verabredet, dass die mit aufgerufenen Anträge am Ende des heutigen Tages abgestimmt werden.